Einen wunderschönen guten Morgen! Wir sind hier wieder zurück bei Let's Play A Link to the Past und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, das letzte Mal haben wir ja erfolgreich Tempel Nummer 6 abgeschlossen. Wir haben jetzt hier unser komplettes Inventar voll. Wir haben alle Items eingesammelt, wir haben alle Flaschen, wir haben nun als letztes den Sumaria-Stab abgegriffen und können jetzt damit Blöcke formen. Wuhu, wie spannend. Ja, diese Blöcke, wie gesagt, wenn man sie kaputt macht, schleudert Feuerbälle. Aber das wisst ihr ja schon alles. Was wir jetzt machen werden, ist jetzt schon eher so am Ende von unserem ganzen Let's Play. Leider, leider. Weil wir nicht mehr viel zu tun haben. Ich habe gerade eben offscreen was rumprobiert, deswegen habe ich jetzt auch eine leere Flasche gehabt, wie ihr gesehen habt. Ich habe die Fee auslassen. Quatsch, ich habe die Biene auslassen, weil, naja, in der GBR-Version kann man sie verkaufen. In der Nest-Version habe ich es nicht gefunden. Und deswegen habe ich da jetzt eben schnell eine Fee reingestopft. So, was wir jetzt machen werden, ist unser altes Eigenheim besuchen. Und zwar in der Schattenwelt. Denn das ist jetzt umfunktioniert und nicht mehr unser Haus, sondern hat sich eine andere Kreatur niederlassen. Ja, und die besuchen wir jetzt mal eben. So, das wäre ja unser Haus. Wie ihr seht, das Unkraut ist immer noch vor unserer Hütte. Na, weg damit. So. Steine auch weg. Wir hatten schon Steine im Garten. Vor allem die so hässlich aussehen. Und wir gehen natürlich rein. So, was sehen wir jetzt? Wir sehen verschiedene Bombenarten. Hier hätten wir einmal die normalen Bomben und hier mal eine fetten große Bombe. Und die kaufen wir jetzt ein. Vielen Dank. Leg diese Bombe, wo immer du willst. A-Knopf drücken. Nur nicht bei mir. Ja, jetzt schleifen wir in diesem Mega-Bombe die ganze Zeit hinter uns her. Und so. Jetzt müssen wir halt nur aufpassen, wo wir uns mit der Bombe so überall hinbewegen. Denn wenn wir irgendwo runterspringen, haftet sie nicht mehr an uns. Und wenn wir jetzt zum Rennen anfangen, haftet sie nicht mehr bei uns. Und das wäre unvorteilhaft. So. Machen mit unserem Superschwert erstmal den Gegner kaputt. Ich auch. Ja, Bomben. So. Und begeben uns damit wieder zurück zur Pyramide. Für die, die es nicht wissen, da dieses goldene Ding, wo ich jedes Mal anfange, das ist die Pyramide. Das ist eine Pyramide. Hier. Das ist jetzt nicht mehr das Schloss Hyrule, sondern eine Pyramide. Also, mit diesem Prachtexemplar an Explosionsstoff gehen wir jetzt hier hinter und legen diese Bombe hier. Haben 3 Sekunden Zeit, in Deckung zu gehen. Ah! Und der Eingang hier ist offen. Und so, was erwartet uns da drin? Oh, Wasser. Ja, nicht ganz. Das ist Brunnen der Wunder. Wenn wir jetzt da unseren Bogen reinwerfen, kriegen wir was Feines. Eine fette Kuh. Hast du das geworfen? Ja. Und du gefällst mir, mein Junge. Vor allem deine Ehrlichkeit. Das muss belohnt werden. Nimm diese Silberpfeile. Du wirst sie brauchen, um Ganon zu bezwingen. Wie ich aussehe, ich weiß. Früher war ich wirklich schön, aber heute... Ganon hat mich verunstaltet, um meinen Willen zu brechen. Und deshalb vernichte ihn. Warum denn nicht? Hört man immer gern. Ah, die Silberpfeile. Mit denen gibst du Ganon den Rest. Jo, jetzt hat sich unser Bogen verändert. Kann ich gleich mal zeichnen hier. Und wenn ich das jetzt hier an diesen Gegnern anwende, die zerspratzelt's. Also keine Chance mehr. So, und wir gehen jetzt aber nochmal rein, weil wir uns da jetzt noch was abholen. Und zwar werfen wir unser Schwert da rein. Dauert ein bisschen.
Ja, geworfen, wenigstens ehrlich und so weiter. So. Und wir kriegen unser magisches Level 4 Schwert. Du hast ein besseres Schwert bekommen. Spürst du die Macht dieser Klinge? Oh yeah. Seht euch das an. Das ist doch mächtig. So. Und da klauen wir, beziehungsweise stibitzen wir uns jetzt eine Fee raus. Nein! Nicht davonlaufen! Hey! Nein! Was sag er mal? Ah. Und geht wieder da rein. So. Und jetzt kassieren wir uns noch. Das funktioniert übrigens bei jeder Fee. Aber jetzt kassieren wir uns noch was ab. Was kostenloses natürlich. Das kann ich jetzt nämlich im letzten Tempel ziemlich gut gebrauchen. So, denn die magischen Feen in solchen Brunnen füllen dann ein. Ja, jetzt habt ihr es eh gesehen. Die Flaschen mit Zauberelixier auf. So, und wir begeben uns jetzt in die Berge, um jetzt das letzte Abenteuer zu starten, um Hyrule jetzt endlich zu befreien, beziehungsweise das goldene Land zurückzuholen und Ganon zu besiegen und das Mädchen aus den Klauen des Bösen zu befreien. Ja. Dazu leiten wir jetzt die letzten Schritte ein. Wir fliegen jetzt mit unserer Flöte, beziehungsweise mit unserem Vogel, den wir dabei rufen, wie schon gesagt, zu 1. Na, mal gucken, ob ich es vielleicht schaffe, da oben an den Gipfel anzukommen, ohne einmal getroffen zu werden. Aber das wäre mal vielleicht ein Wunder. Also ich möchte jetzt alle Herzen behalten, bevor ich in den Tempel reingehe. Mal gucken, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. So. Ah, die erste Hürde haben wir schon geschafft. So. Man erinnert sich an diese Genossen, die einen unfreiwillig zulabern. Hier unten sieht man übrigens sehr schön die Gegend. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen hier. Dass man hier auf dem Gipfel so eine wunderbare Aussicht nach unten hat. Also ich finde das toll. Eine Fee. Aufhören, nein! Ah! Mit roher Gewalt geht alles. Na, no. Ich dachte schon, der hätte mich jetzt erwischt. Ja, das ist mir jetzt wichtig. Aber wir schaffen's. Perfekt. So. Jetzt sind wir an meiner absoluten Lieblingsstelle in dem Spiel. Hier seht ihr jetzt den Schildkrötenfelsen, Dungeon Nummer 7. Ich liebe ihn. So, dafür brauchen wir jetzt nämlich auch den Somaria-Stab, um jetzt, um nicht nur Blöcke zu erschaffen, sondern auch diese Plattform. Und ja, dieser ganze Tempel ist, Moment. Oh, musste eben aufstoßen. Der ganze Tempel ist, genauso aufgebaut. Und der Endgegner ist einfach nur klasse. Jetzt habe ich es verkackt, ich hätte die Energie noch gar nicht aufnehmen dürfen. Eieiei. So, und jetzt haben wir hier in dem Tempel sehr viele Fackelrätseln und ziemlich viele solche Schwebe-Rätsel.
Und jetzt muss ich mich beeilen. Wenn ich es richtig gemacht habe, bleiben die Fackeln an. Ja, bleiben sie. Perfekt. So. Dann haben wir jetzt einmal die Karte. Und rechts ist ein Schlüssel. In der Mitte Energie. Und das Item, das was man jetzt hier kriegt, ja, gut, ihr könnt wahrscheinlich eins und eins zusammenrechnen. Es ist kein aktives Item, weil hier ja schon alle Itemplätze belegt sind. Dennoch ist das Item ziemlich geil in dem Spiel. Das macht aus unserem Helden noch mehr einen Helden, sozusagen. Ah! Da hätte ich jetzt besser aufpassen sollen. Ja, unsere Fliesen wieder. Das sind Fliesen. So, nur noch ein paar. Ah, schaffe ich es echt einmal, ohne getroffen zu werden. Boah, ich glaub's ja nicht. Nein. Zu früh losgelassen. Ja, jetzt aber hier. Okay. Das ist hier nur Fliesenboden. Ja, wie, der Raum hat gar kein Terrakotta. So. Ich glaube, hier gibt es aber nichts weiter. Ja. Nein, gibt es nicht. Das wüsste ich. So, mit dem Schlüssel machen wir uns jetzt auf den Weg nach links und machen jetzt oben da die Tür auf. Nein! Ist wieder zurück. Was soll denn das, ja? So, die kann man eigentlich auch sehr schön mit dem Feueramulett töten. Scheiße, ziehen die viel. Guckt's mal auf meine Energieanzeige. Boah! Ja, Sinn und Zweck von diesem Gegner ist eigentlich, dass wir den stetig kaputt hauen, aber... Boah. Hatten wahrscheinlich gerade keine Lust darauf. Nur, das ist auch Importware aus sämtlichen Mario-Spielen. Alter, was ist denn das jetzt, hä? Oh, jetzt ist mein Sound wieder ausgefallen. Jetzt... Also, dieser Tempel ist ein ziemlicher Energiefresser. Jetzt habe ich... dachte ich mir... Ah ja, da kommt jetzt wieder mit dem Bumerang rüber. Ja... Nein... Und jetzt gehen wir einen Stockwerk tiefer. Ja, ja... Ja, jetzt kommt hier eigentlich so ziemlich das Geilste in dem ganzen Level. Das ist mein, oh, mein absolutes, ja, mein absoluter Lieblingsraum sozusagen, oder fast mein absoluter Lieblingsraum, denn der Tempel ist aufgebaut in solchen Röhrensystemen. Jetzt, hier sieht man jetzt in der Ferne, wie gesagt, ihr habt ja gesehen, wie viel die ziehen. Aber es stirbt halt endlich mit meinem Schwert. Ja, Alter, wie hält der das aus hier? So, das ist so eine Art Röhrensystem. Da geht man rein und wird halt dann zu dem anderen Ende der Röhre geschleudert. Und ich finde das ziemlich cool. Denn das müssen wir jetzt halt ziemlich oft nutzen. So, Busch. Dunk, 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 dunk. Und schon sind wir da. Sammeln hier noch die Items ein. Eigentlich bin ich ja nicht so einer, der alle Krüge aufmacht oder sonst irgendwas, aber das ist irgendwie mysteriös. Wenn ich andere Let's Plays gucke, dann verdrehe ich jedes Mal regelmäßig die Augen und denke mir, oh Buh, jetzt hör halt endlich mal auf, diese blöden Krüge aufzudeppern und geh halt einfach weiter. Ihr werdet lachen. Es ist irgendwie... Naja, ich weiß nicht. Das ist halt irgendwie selten.